B2.0. Gegeben ist das Dreieck ABC mit AB gleich 10 cm, AC gleich 8 cm und BC gleich 9,5 cm. Der Punkt D ist der Fußpunkt des Lotes vom Eckpunkt A auf die Seite BC, siehe Skizze. Runde im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeichnen Sie das Dreieck ABC und die Strecke AD. So, das Zeichnen ist jetzt hier in meinem Fall das Schwierigste. Das geht auf dem Blatt Papier viel einfacher, wenn man das Geodreieck ordentlich anlegen kann. Aber ich probiere es trotzdem so gut wie möglich. Also zeichnen Sie das Dreieck ABC und die Strecke AD. Was kennen wir alles aus dem Dreieck ABC? Ja, eigentlich alle drei Seiten. AB mit, hier oben steht es alles, mit 10 cm, AC mit 8 cm und BC mit 9,5 cm. Damit haben wir den SSS, den Kongruenzsatz, und können dieses Dreieck eindeutig zeichnen. Wir fangen mit der unteren Seite an, mit AB, weil die schön im Prinzip so waagrecht liegt. Und zeichnen jetzt eine Strecke mit Länge 10 cm. So, wie kriege ich jetzt den Punkt C heraus? Da müssten wir jetzt den Zirkel ansetzen und Kreis um A mit Radius der Strecke AC, also 8 cm. Ich mache das jetzt hier mal so behelfsmäßig. Das sieht dann ungefähr so aus. Und ein Kreis um B mit Radius 9,5 cm, das ist die Strecke BC. Das ergibt dann irgendwie so einen Halbkreis um B herum. Und da, wo sich die beiden Halbkreise, oder die Kreise eigentlich an sich, schneiden, dort finden wir den Punkt C. Und den mache ich nochmal etwas schöner. So. Zusätzlich brauchen wir noch den Punkt D. Da heißt es eine Aufgabe. Der Punkt D ist der Fußpunkt des Lotes vom Eckpunkt A auf die Seite BC. Haben wir ja hier in der Skizze drin. Lot heißt immer, steht senkrecht zu irgendwas. Und jetzt von Eckpunkt A zur gegenüberliegenden Strecke BC, also senkrecht auf der Strecke BC. Können wir auch das Geodreieck so anlegen, dass wir einen rechten Winkel auf der Strecke BC bekommen und dann durch den Punkt A hindurch das Lot fällen. So, hier ist der Punkt D zu finden und damit wäre die Zeichenaufgabe eigentlich auch schon fertig.